Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass Ramirez immer mehr aufholt. Wieso sollte mich das jucken? Weil sie schon in den Top 10 ist. Du näherst dich langsam den Führenden. Ramirez ist Vierter. Vierter? Liegt jetzt auf Platz 3. Was hast du vor, Storm? Hey, Kostümmädchen! Zuerst dachte ich, du hast dich verfahren, weil dein Navi Schrott ist. Hör einfach gar nicht hin, Cruz. Du siehst gut aus. Es ist wichtig, glaubwürdig zu wirken. Es soll ja niemand denken, dass du es nicht verdient hast, hier mitzufahren. Er will dich nur aus der Fassung bringen. Die anderen müssen ja nicht wissen, was wir beide längst wissen. Du kannst dich aufbrezeln, so viel du willst. Aber du wirst niemals eine von uns. Hast du gemerkt, was gerade passiert ist? Ja, er hat mich aus der Fassung gebracht. Nein, nein! Hör mir zu, du hast ihn aus der Fassung gebracht. Verstehst du das nicht? Er hätte sowas niemals gesagt, wenn du ihm keine Angst machen würdest. Was? Er sieht etwas in dir, das du noch immer nicht in dir selbst siehst. Mich hast du davon überzeugt. Jetzt musst du auch dich davon überzeugen. Du bist ein Rennwagen. Benutz das. Wie weit liegt das Mädchen jetzt zurück? Guck mal hinter dich. Was? So sieht man dich wieder, Storm. Warte, wie hast du... Ich chill nur ein bisschen in deinem Windschatten. Gibt keinen Grund, dir Sorgen zu machen. Leb an ihm wie ein Strafzettel an der Windschutzscheibe. Hey, Sebastian. Sebastian hier. Wie schnell fahren wir? 208 Meilen pro Stunde. 207 Meilen pro Stunde. Kannst du damit mal aufhören? Du bringst mich von meiner Linie ab. Letzte Runde. Gib Gas, Cruz. Nein, 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 du gewinnst hier nicht. Ah, du bist wütend. Nein, ich bin nicht wütend. Aber weißt du was? Du kannst diese Wut als Antrieb nutzen. Ich hab gesagt, ich bin nicht wütend. Oh, das kannst du kriegen. Nein. Ah. Du schaffst dich da raus. Du gehörst nicht auf diese Rennstrecke. Doch.